Digitalisierung ist für uns der Innovationstreiber für Industrie. Und insbesondere wird Industrie 4.0 ohne IT-Sicherheit nicht denkbar sein. Es liegt sozusagen in unserer DNA und Mission, ja, die Welt als solche sicherer zu machen. Und mit der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung der Welt wird auch das Bedürfnis nach digitaler Sicherheit wachsen. Und aus diesem Grunde sind wir eigentlich heute schon unterwegs, letztendlich in Industrieanlagen, in Produktionsumgebungen, aber zum Beispiel auch im Bereich des assistierten oder digitalen autonomen Fahrens entsprechend für uns unsere Kernpunkte als Sicherheitsdienstleister zu setzen. Der Hintergrund ist natürlich der, wir sind ein Traditionsunternehmen, wir sind jetzt etwa 150 Jahre im Geschäft. Wir haben begonnen in der ersten industriellen Revolution, nämlich der Instandsetzung von Firmen mit Dampf und Druck, um dort die Sicherheit der Menschen und der Anlagen zu gewährleisten. Und aus diesem Grund sind wir natürlich jetzt angehalten, auch im Rahmen der digitalen Revolution unseren Beitrag zu leisten. Wir haben eine klar definierte Agenda, unsere Strategie 2020 Plus, wo die Digitalisierung und die digitale Transformation eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nicht nur unsere Kunden werden sich verändern, auch unsere Mitarbeiter. Wir werden neue Mitarbeiterprofile aufbauen, alte werden sich ablösen. Und da ist natürlich besonders wichtig, dass wir enge Kooperationen unterhalten mit Universitäten, mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, aber auch mit Schlüsselindustriepartnern, um hier entsprechend zum einen unsere Unternehmung auf dem neuesten Stand zu halten, der sich dynamisch und rasend schnell weiterentwickelt, aber eben auch durch eigene Forschungsaufträge, die wir teilweise für Industrieunternehmungen selber übernehmen, hier entsprechend unseren Beitrag zur digitalen Transformation zu leisten. Das heißt, wir werden zukünftig Daten sammeln auf rein digitaler Basis über Sensorik. Wir werden so unseren Kunden eine deutlich umfangreichere Sicherheitsdienstleistung zur Verfügung stellen können, als wir das heute auf Basis der alten elektrisch-mechanischen Welt in der Lage sind zu tun. Wir stehen in der Tat in einem weltweiten Wettbewerb, aber für uns ist es einfach so, wir sind ein traditionell deutsches Unternehmen. Für uns stehen natürlich die Worte German Engineering und Precision. Und hier garantiert eigentlich die gemeinschaftliche Entwicklung mit Unternehmungen, dass ich nicht am Markt vorbei entwickle, sondern dass ich exakt die Lösungen auch schaffe, die letztendlich am Markt gefragt werden.